Hallo ihr Lieben, ich mache heute für euch den Booktuber Behind Tag und ich wurde dazu getaggt von der lieben Sina vom Kanal von Wörtern gefesselt und von der lieben Isa vom Kanal Glacie Nailer und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1. Welches Wort fällt dir spontan zu deiner Person ein? Also ganz spontan zu meiner Person fällt mir ein Chaosmensch. Ich bin total chaotisch und total verplant und manchmal auch total verpeilt und ich bin einfach ein chaotischer Mensch. Manchmal klappt gar nicht, manchmal klappt alles wie es soll, aber ich glaube, ich brauche dieses Wort Chaosmensch nicht weiter zu definieren. Ich bin einfach chaotisch und verplant und deswegen Chaosmensch. Frage Nummer 2. Was machst du hauptsächlich neben YouTube? Also hauptsächlich neben YouTube habe ich einen ganz normalen 40-Stunden-Job. Ich arbeite im Backoffice-Bereich für einen Handyanbieter und bearbeite dort schriftliche Kundenanfragen. Und ansonsten mache ich in meiner Freizeit, ja, was jeder andere, glaube ich, auch so macht. Ich habe eine Familie, ich habe einen Freund, ich habe einen Hund, ich habe einen Haushalt. Und natürlich mache ich YouTube. Aber ansonsten mache ich nichts crazy irgendwie mäßiges oder irgendwas Verrücktes oder so. Nein, ich bin ja ganz normal wie jeder andere auch. Frage Nummer 3. Warum Booktube, warum Bücher? Bücher einfach aus dem Grund, weil ich früher, wo ich klein war, ganz, ganz viel und ganz, ganz gern gelesen habe. Aber das hat sich dann so mit den Jahren verloren, wo ich älter geworden bin. Und dann hatte ich immer keine Zeit und dann habe ich das total vernachlässigt und dann war das komplett raus aus meinem Kopf. Und irgendwann, sagen wir mal so vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, gab es so einen Punkt in meinem Leben, wo ich mal komplett aufgeräumt habe und dann hatte ich auf einmal Zeit. Und da habe ich die Liebe zu Büchern wieder entdeckt und habe angefangen zu lesen und habe dann halt sehr schnell auch sehr viel gelesen und bin dann mit jedem in meiner Umgebung irgendwie ziemlich auf den Sack gegangen. Und weil die lesen zwar alle, aber die lesen halt alle nicht so viel und die lesen halt auch viele andere Sachen. Und ich brauchte irgendwo einen Filter, wo ich das rauslassen kann. Und wo ich den Kanal angefangen habe, wusste ich ja noch nicht, dass ich Booktube machen möchte. Das hat sich dann aber ganz schnell rauskristallisiert, so nach, glaube ich, 4 oder 5 Videos, dass ich dann wirklich nur noch über Bücher reden möchte. Und es macht einfach mir den meisten Spaß. Ich liebe es, über Bücher zu reden. Ich liebe es, mich mit anderen über Bücher auszutauschen. Und darum Booktube, darum Bücher. Frage Nummer 4. Was machst du in deiner Freizeit? Lesen natürlich. Booktube mache ich hauptsächlich in meiner Freizeit viel. Und ich habe einen Hund, der braucht natürlich auch einiges an Aufmerksamkeit. Und ich habe auch noch einen Freund, der muss auch mal ab und zu gestreichelt werden. Also der bedarf auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann habe ich natürlich noch eine Familie und Freunde. Aber ansonsten mache ich nicht viel in meiner Freizeit. Ich gehe gerne mal ins Kino oder essen oder so, was halt jeder andere auch so macht. Aber ja, ansonsten nichts weiter Besonderes. Frage Nummer 5. Planst du deine Videos zum Beispiel Skripte? Nein. Ich bin ein ziemlich planloser und chaotischer Mensch, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Und ich mache mir schon so einen groben Plan, gerade wenn ich getaggt worden bin oder Videos, die man ja jeden Monat online stellt, wie Lesemonate, da plane ich dann halt schon so, okay, jetzt dieses Wochenende kommt halt das und nächstes Wochenende vielleicht das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett alles durchstrukturiert habe. An dem Tag geht das, an dem Tag geht das und an dem Tag geht das online. Also da ich das ja wirklich, wie gesagt, hobbymäßig und freizeitmäßig mache, habe ich da jetzt keinen Plan irgendwie da dahinter, sondern ich gucke, wie ich Zeit habe, ich gucke, wie ich Lust habe, ich gucke, was ich Material habe zum Drehen auch und dann mache ich das. Wie organisierst du deinen Kanal? Zum Beispiel Kalender. Ja gut, das hat sich ja mit der vorherigen Frage eigentlich ausgeschlossen. Also ich organisiere gar nichts. Das Einzige, was ich mache, es kann natürlich sein, dass ich an einem Tag 3 oder 4 Videos drehe. Die lade ich dann im Vorfeld schon hoch und tue die dann halt nur an verschiedenen Tagen veröffentlichen. Also das ist so das Einzige, was ich organisiere. Aber ansonsten nehme ich alles, wie es kommt und guck mal, was da raus wird und was dabei rauskommt vor allen Dingen. Frage Nummer 7. Ist dir der Inhalt oder die Qualität eines Videos wichtig? Prinzipiell würde ich erst mal sagen, ist der Inhalt ein bisschen wichtiger als die Qualität. Aber die Qualität ist auch schon wichtig. Und wenn ich Qualität meine, dann meine ich nicht die Auflösung von einer Kamera oder sowas. Weil ich sag mal, jedes Handy hat heutzutage eine gute Kamera dran. Also das meine ich nicht mit Qualität. Sondern mit Qualität meine ich persönlich jetzt die Liebe und die Arbeit, die man in ein Video steckt. Das heißt, dass ich mich nicht einfach irgendwie hinsetze, inhaltlosen Scheißbrabbel in einer total dunklen Ecke meiner Wohnung und ein Thumbnail mache, wie es halt von YouTube vorgegeben wird. Also das hat für mich dann nichts mit Qualität zu tun. Inhalt und Qualität, die geben sich bei mir so Hand in Hand. Weil was bringt mir das tollste Video ohne Inhalt und andersrum? Was bringt mir ein Video, was einen mega geilen Inhalt hat, was eine mega geile Aussage hat, wenn es nicht entsprechend präsentiert wird? Weil es ist ja nun mal so, wir sind Menschen und Menschen gehen immer nach irgendwo nach der Optik. Und ich habe letztens ein Thumbnail gesehen, da habe ich mir gedacht, oh nein,
Da waren da so zwei Mädels drauf und in einer absolut unvorteilhaften Pose. Die Augen waren zu. Also, ich weiß nicht, was diese zwei Mädels sich dabei gedacht haben, so ein Video Thumbnail zu nehmen. Es war furchtbar. Und dieses Video hatte einfach mal keine Aufrufe und es war schon 4 Stunden online oder so. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich krieg da jetzt auch nicht drauf. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, Qualität ist wichtig. Also, ich finde, man sollte schon merken, dass derjenige, der das macht, dass er das auch macht, weil es ihm Spaß macht. Also, ich habe leider in letzter Zeit gemerkt, dass es einige Booktuber gibt, die, wo ich das Gefühl habe, ich möchte ja niemandem um Gottes Willen irgendwas unterstellen, wo ich einmal das Gefühl habe, die haben einfach keinen Bock mehr auf Booktube, aber die haben halt jetzt einfach mal noch Rezensionsexemplare da, die sie irgendwie noch raushauen müssen und müssen halt noch Videos machen und dann sitzen die da immer in gleicher Position. Und immer ist es der gleiche Inhalt und die Thumbnails sehen scheiße aus und wo ich mir denke, dann lass es doch einfach. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann sollte ich es einfach sein lassen. Dann gebe ich dem Verlag die scheiß Bücher zurück und lass es einfach. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir dann denke, warum macht ihr es überhaupt noch? Warum? Oder fällt ihnen das vielleicht gar nicht auf, dass die das so nicht mehr entsprechend präsentieren? Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist schwierig. Also ich finde, Inhalt und Qualität sollten immer ein bisschen Hand in Hand gehen und man sollte halt immer gucken, dass das irgendwie die Waage hält. Weil sonst ist es, wie gesagt, wenn du ein Video hast mit Mega-Inhalt, ist es einfach schade, wenn es dadurch verloren geht, dieses Video in den Weiten von YouTube, weil es halt nicht entsprechend repräsentiert wird. Und andersrum, ich kann das tollste Video haben, wenn der Inhalt nichts taugt und nichts nützt, dann bringt dieses ganze Video nichts. Also, ne? 50-50 würde ich sagen, oder vielleicht 60-40 für den Inhalt. Jetzt habe ich mich total ins Labern verloren. Ich muss ablesen. Frage Nummer 8. Hand aufs Herz. Sind dir Abos, Likes, Aufrufe wichtig? Mir sind wichtig persönlich die Aufrufe zum einen, weil ich daran schon gucke, welches Video wird oft geklickt, was möchten die Leute gerne sehen und was halt einfach gar nicht. Und manchmal ist es auch schon sehr frustrierend, wenn man sich hinsetzt und in ein Video Arbeit reinsteckt, wo man denkt, oh, ich habe was total Cooles gemacht und dann klickt es einfach keiner an. Und ein Video, was du jeden Monat online stellst, wo du auch schon eine Routine hast, wo du für dich sagst, das ist nichts Besonderes mehr. Zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt mal ein Neuzugänge-Video. Ja, das ist ein Video ohne Inhalt im Prinzip. Das ist ein Video, wo ich einfach nur Bücher in die Kamera halte, die mich interessieren und die ich halt gekauft habe, die ich aber noch nicht gelesen habe, wo ich also absolut nichts zu sagen kann. Und solche Videos werden, keine Ahnung, 300, 400, 500 Mal geklickt. Und ein Video, wo man sich wirklich Mühe gibt und wirklich Arbeit reinsteckt, im Vergleich jetzt da dazu, wird vielleicht nur 50 oder 60 Mal angeklickt. Und das ist dann schon irgendwie frustrierend. Aber wie gesagt, danach gucke ich halt wirklich auf die Aufrufe, was möchten die Leute sehen, was interessiert sie, was wird angeklickt und was nicht. Bei Abos sehe ich so, YouTube oder Booktube in dem Sinne ist für mich ein Hobby. Natürlich freue ich mich über jeden Abonnenten, der zu mir findet und auch bleibt. Und ich meine, ich habe jetzt über 700, wie krass ist das denn? Anfang des Jahres waren wir bei 320 oder so und jetzt sind wir bei 700. Ich meine, hallo, das ist der Hammer. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, über jeden Abonnenten, aber als ich die 500 hier für mich geknackt habe, da habe ich Party gemacht, da habe ich Freudentänze gemacht. Das war mal so mein großes Ziel. Ich möchte gern 500 Abonnenten haben, ich möchte gern 500 Leute haben, die meine Videos gucken und schauen und die das toll finden, was du machst und vielleicht auch dir mal einen Kommentar da lassen. Und ja, also ich freue mich über jeden Abonnenten, aber jetzt so richtig wichtig, dass ich sage, ich kämpfe jetzt um jeden Abonnenten, ich brauche die, das muss jetzt sein. So ist es bei mir nicht. Wie gesagt, Booktube ist ein Hobby und ich mache da jetzt auch nicht irgendwie großartig Werbung oder sowas, weil Hobby ist Hobby. Und was jetzt die Likes betrifft, ich freue mich über den Daumen nach oben, aber ja, jetzt mal abgesehen von den Rankings, dass du da irgendwie weiter hochkommst, wie es Isa ja in dem Video auch erklärt hat, ist es jetzt für mich persönlich jetzt nicht so wichtig. Also wie gesagt, ich freue mich über jeden Daumen nach oben, aber extrem wichtig oder so ist es mir jetzt nicht. Was ich lustig finde, ist der Daumen nach unten Mensch. Die meisten Booktuber werden ihn kennen. Es gibt einen Menschen, ich weiß nicht, ob es bei jedem der gleiche ist oder ob es überall unterschiedliche Menschen sind, ob jeder da so seinen eigenen hat. Aber ich habe einen Menschen und ich vermute mal, es ist immer der gleiche. Ich stelle ein Video online und eine Stunde später habe ich einen Daumen nach unten. Immer. Immer in der ersten Stunde, boom, Dislike. Und ich denke mir dann immer so, warum? Wer bist du? Warum findest du mich so scheiße? Warum guckst du mich dann überhaupt noch? Also am Anfang habe ich mich da schon so irgendwie gefragt, so, warum? Was machst du falsch?
findet er dich jetzt als Person doof, findet er deinen Inhalt doof und dann, wo ich aber echt festgestellt habe mit der Zeit, ist es in jedem Video prinzipiell ein Daumen runter, irgendwann ignoriert man das ja auch. Und ja, Daumen nach unten, Mensch, falls du dir dieses Video anguckst, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, inzwischen ist es einfach nur noch lustig, weil ich habe schon so mit Sina den einen Tag gesagt, oh, mal gucken, wie lange es heute dauert. Ob es heute in der ersten halben Stunde schafft oder ob eine Stunde braucht, weil Sina hat so einen Menschen auch. Und meiner war jetzt in letzter Zeit immer schneller als ihre. Und ja, aber es ist einfach nur merkwürdig. Also ich verstehe solche Menschen nicht. Ich gebe einem Video prinzipiell eigentlich keinen Daumen nach unten, es sei denn, es ist absolute Rotze. Weil ich finde, jeder, der sich hinsetzt und ein Video macht und das schneidet und hochlädt und ein Thumbnail baut und alles, der hat wenigstens so viel Respekt verdient, den nicht zu disliken. Und ja, deswegen, also so viel zu dem Thema. Jetzt habe ich echt ausgeschweift hier. Aber Hand aufs Herz, natürlich ist es mir wichtig, allein schon deswegen, weil ich mich auch so ein bisschen danach richte, was wollen die Leute sehen und was. Frage Nummer 9. Welchen Tipp würdest du einem Booktube-Neuling geben? Ich würde einem Booktube-Neuling folgende zwei Tipps geben und zwar, erstens, gib nicht auf. Es kann am Anfang sehr frustrierend sein, wenn du Videos online stellst und vielleicht nach 3 Monaten immer noch 20 Abonnenten hast, aber es dauert halt manchmal auch einfach alles seine Zeit und freu dich über jeden Abonnenten, den du hast und den du bekommst und der deine Videos kommentiert und schaut. Und wie gesagt, lass dich nicht runterziehen, wenn andere Leute in dem gleichen Zeitraum vielleicht 300 Abonnenten haben. Ich weiß nicht, woran sowas manchmal liegt, aber man sollte halt wirklich sagen, wenn man Spaß dran hat, Videos zu drehen, wenn man Spaß dran hat, Bücher zu lesen oder drüber zu reden, sollte man sich durch sowas absolut nicht demotivieren lassen. Und den zweiten Tipp, den ich geben würde, ist, sei immer du selbst. Verstell dich nicht vor der Kamera, versuch so natürlich wie möglich zu sein, versuch so locker wie möglich zu sein und einfach so zu sein, wie du bist. Weil ich finde, das ist, glaube ich, immer noch der beste Tipp, den man jemandem geben kann, weil wenn man sich vor der Kamera verstellt, das kann man nicht auf Dauer. Irgendwann bricht sowieso die Natur durch und dann denkt man sich irgendwann so, wie sind jetzt auf einmal drauf, da war doch am Anfang vielleicht ganz anders und deswegen würde ich sagen, sei immer du selbst und mach, was dir Spaß macht, rede über das, was dir Spaß macht und ja, lass dich, wie gesagt, nicht entmutigen, wenn das am Anfang halt vielleicht nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Amen. 10. Ein random Fact über dich. Ein random Fact über mich, würde ich sagen, ist, ich mag keine Achterbahnen mit Loopings und allem, was mit Überschlägen zu tun hat. Das vertrage ich nicht, das verträgt mein Magen nicht und ich brauche jetzt, glaube ich, nicht erklären, was dann passiert. Also Achterbahnen, wo es so hoch und runter und nach links und rechts geht, die sind völlig in Ordnung und die sind völlig okay, da fahre ich auch gerne mit. Aber alles andere ist so, no. No, no, no. Das habe ich noch nie vertragen und werde ich auch nie vertragen. Nummer 11 ist es ja so, die darf ja jeder immer anders stellen. Und ich beantworte euch erstmal die Fragen von den Zweien, von denen ich getaggt wurde. Und das wäre einmal bei Sina die Frage, inwieweit hat Booktube dein Leben verändert? Und ich würde sagen, Booktube hat mein Leben nicht verändert, sondern bereichert. Also ich habe durch Booktube ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Viele Leute, die meine Leidenschaft teilen. Und ich habe ein paar Leute kennengelernt, die ich auch nicht mehr missen möchte, die gleiche Macke haben wie ich, die mich verstehen und mit denen ich wirklich viel über Bücher und auch über allen anderen Blödsinn reden kann. Und ja, diese Leute habe ich auch echt lieb gewonnen und insofern hat Booktube mein Leben nicht verändert, sondern bereichert. Und die Frage von der Isa war, was sind aktuell deine 3 meistgeschautesten Booktuber und Nicht-Booktuber? Meine 3 meistgeschautesten Booktuber im Moment sind auf jeden Fall Niki Paulos Bücherwelt, sonnige Bücher, auch wenn Sonja Bücher liest, die ich eigentlich nicht lese und was eigentlich auch absolut und überhaupt nicht mein Genre ist. Aber ich liebe einfach ihre Art und ich liebe einfach, wie sie über die Bücher redet und ich finde es einfach toll und schön, wie sie das alles so präsentiert. Also Sonja hat da einfach eine ganz, ganz tolle Art und deswegen gucke ich sie unheimlich gern. Und dann gucke ich momentan wirklich jedes Video von Sina, vom Kanal von Wörtern gefesselt, einfach weil sie auch so eine richtig schöne, ruhige Art hat, über Bücher zu reden. Und sie hat eine ganz, ganz tolle Art, über Bücher zu sprechen und das auch zu erklären, was in den Büchern passiert. Und ja, also da kann ich mich auch stundenlang berieseln lassen und das sind die 3, die ich definitiv immer gucke. Es gibt natürlich noch andere Booktuber, die ich auch immer gucke, aber die einfach im Moment nicht so viele Videos online stellen und hochladen. Und ja, deswegen gucke ich die halt nicht so oft.
Und meine drei Nicht-Booktuber, die ich im Moment immer gucke, ist auf jeden Fall The Looney Life. Das ist der Kanal von Laura Newman. Die zähle ich jetzt einfach mal nicht mit zu den Booktubern, weil sie ja auch ganz, ganz viel Vlogs und andere Sachen macht. Und ja, aber Laura, ihre Videos gucke ich immer. Da kommt die Glocke, dass ein Video online ist. Und wenn ich Zeit habe, wird es sofort geguckt. Und ja, ich liebe Laura, ihre Videos. Und ansonsten an Nicht-Booktubern gucke ich immer noch Jay und Aria. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die zwei sind wirklich mega cool und die sind mega lustig. Und dann gucke ich immer noch Robert Hofmann, ehemals DVD-Kritik. Ich mag seine Art, über Filme zu reden. Und ich bin mit ihm, was Filme betrifft, eigentlich so ziemlich immer einer Meinung. Und deswegen weiß ich, wenn er einen Film doof findet, brauche ich mir den gar nicht erst angucken. Und deswegen gucke ich mir da seine Trailer und Filmreviews auch immer total gern an, weil ich da wirklich mich auch inzwischen schon nachrichte. Meine erste Frage, die ich jetzt weitergeben quasi darf an andere Booktuber, die diesen Tag vielleicht machen, aufgrund dessen, dass ich sie getaggt habe. Wenn sie nicht alle schon getaggt wurden, ich glaube inzwischen ist schon jeder getaggt worden. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Meine elfte Frage wäre, gibt es ein Buch oder gibt es Bücher, die dein Leben irgendwie beeinflusst oder verändert haben? Wo du gesagt hast, ich habe dieses Buch gelesen und danach hatte ich eine andere Einstellung zum Leben oder danach habe ich in Bezug auf eine Situation anders gedacht. Also Bücher, oder gibt es ein Buch oder Bücher, die dein Leben irgendwie beeinflusst haben? Und ich habe jetzt mal so durchgeguckt, wo ich den Tag jetzt in den letzten Tagen noch nicht gesehen habe, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe. Das kann natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, schon wieder ganz anders aussehen. Ich tagge auf jeden Fall Bookmarket, bei der habe ich den Tag definitiv noch nicht gesehen. Dann tagge ich mal noch den Nikolas von Crazy Books, die Sina von Book of My Life, die Niki und die Lisa von Niki Paulas Bücherwelt, da würde mich das auch echt mal interessieren. Und dann tagge ich noch alle anderen, die Lust auf diesen Tag haben, weil ich glaube, der Rest echt hat diesen Tag alle schon gemacht. Das war mein Booktuber Behind Tag. Wenn es ein Buch gibt, was bei euch vielleicht im Leben irgendeinen Einfluss genommen hat, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt ihr eigentlich schon mein Babycrook gesehen? Ist ganz süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Und ich möchte noch mehr solche Funkos. Bye bye.